Was? Quentin Tarantino macht seinen neuen Film nicht. Außerdem werden wir wieder ein bisschen Kaffee trinken. Das und mehr jetzt. Wo ist denn mein Kaffee? Und damit herzlich willkommen zum 154. Soundvlog. Ich freue mich so hier auf diesen Kaffee. Das ist nämlich wirklich mein erster Schluck heute. Der ist auch noch richtig heiß, deswegen dampft er noch so schön. Und es ist noch ein bisschen früh für mich. Ich habe leider auch nicht viel Zeit. Ihr merkt das vielleicht an meiner Stimme, dass ich so ein bisschen kränkel wieder. Das passiert ja bei mir andauernd. Und da werde ich so langsam auch echt ein bisschen nervös, dass ich morgens immer krassere Niesattacken kriege. Es geht eigentlich nicht mehr. Ich kann mich morgen gar nicht mehr vor die Kamera setzen, weil irgendwie wird das immer schlimmer. Ich muss unbedingt mal zu so einem Allergietest und mal gucken, woran das liegen könnte. Also, wir werden heute Snow von den Red Hot Chili Peppers weiter üben. Ich habe nicht ganz so viel Zeit, deswegen fangen wir direkt mal an. Also. Erstmal reinkommen. Ich finde, das hört sich immer so an beim ersten Mal, als würde ich es zum ersten Mal auch wirklich spielen. So, gehen wir mal auf... Da, 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 auf halbes Tempo. 100. Ich brauche unbedingt ein bisschen Flüssigkeit. Ich meine, der Klick für sich alleine genommen ist ja auch ganz unterhaltsam. Der hat auch so ein bisschen Hall auf dem Schnipser, merkt ihr das? Die wollen alle noch nicht so richtig, die Durchgänge hier. Der war doch mal schön. Nicht gut.
Mir ist beim gestrigen Video aufgefallen, dass ich eigentlich diese Sachen hier weitgehend gut spiele, außer den Ringfinger. Der trifft nie sofort die Saiten. Selbst die 1 hier, die ja sehr, sehr schwierig ist, die habe ich meistens, selbst im Originaltempo, gut getroffen. Nur den dann nicht mehr. Und diese Sachen, die klappten eigentlich auch. Es war immer nur der zweite, der so komplett daneben war. Naja, es klappt immer besser. Jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pause und wir reden ein wenig über Quentin Tarantino. Ich meine, ich bin großer Fan von Quentin Tarantino, zumindest sobald er einen Film macht, gucke ich den eigentlich. Ja, da muss schon wirklich einiges passieren, bevor ich den nicht gucke. Und deswegen war ich natürlich sehr, sehr interessiert, als ich auf der musikexpress.de-Seite gelesen habe, dass Quentin Tarantino sein neues Drehbuch nicht mehr weiter verfolgt und zum Film macht, da es geleakt wurde. Und zwar ist es öffentlich einsehbar. Ich habe es bisher selber jetzt noch, wo kann man das hier irgendwo, ist das irgendwo verlinkt? Ich glaube nicht. Also, boah, jetzt muss ich wieder niesen. Gibt's das? Ich überspring mal. Ihr überspringt bitte meinen Nieser, ja? Macht ihr eh nicht. Oh, das war nicht gut, das war nicht gesund für die Ohren. Ach, gibt's das? So, super. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich war auch spät im Bett mal wieder. Vielleicht liegt es einfach daran. So, ja, frisch wie der junge Morgen. Gehen wir wieder weiter an unseren Text hier. Und dieser Film, den er jetzt nicht mehr macht, der heißt The Hateful Eight. Ein Western-Film. Den hat er anscheinend 6 Leuten zum Gegenlesen gegeben. Und irgendwie hat jemand den weitergegeben oder veröffentlicht und das hat ihn so geärgert, den lieben Quentin Tarantino, dass er sich gesagt hat, nee, jetzt machen wir ihn nicht mehr. Und irgendwo, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr den findet, wenn euch das interessiert. Soweit war ich jetzt noch nicht, weil das gerade erst meinen Kenntnisstand erreicht hat. Aber hier gibt es so eine kleine Inhaltsangabe, ein Western-Ensemble, Western in 5 Kapitel. Last Stage to Red Rock, Son of a Gun und so weiter. Also so Kapitel, das kennen wir noch von Kill Bill zum Beispiel auch. Und 2 Kopfgeldjäger stehen im Mittelpunkt und die werden in einem kleinen Städtchen Red Rock ihre menschliche Beute gegen eine staatliche Belohnung eintauschen. Die beiden Figuren, ein ehemaliger Major der Union Army und ein Mann namens John Ruth, dominieren die ersten beiden insgesamt 5 Kapitel des Films. Okay, also auch noch nicht besonders konkret die Inhaltsangabe hier gemacht. Geht also wirklich nur, ist nur überflogen worden. Aber ich glaube, da werde ich mal schauen, wenn ich das auch mal lesen kann. Ich wollte immer schon mal ein Drehbuch lesen. Natürlich nicht komplett so, aber einfach mal schauen, wie das so gelayoutet ist und wie man das eben so skizziert, bevor es zum eigentlichen Film kommt. So. Seid ihr eigentlich auch Quentin Tarantino Filmfans, wollte ich sagen? Und habt ihr wenigstens ein bisschen Mitleid mit meinem Gesundheitszustand? Das würde mich sehr freuen. Ansonsten versuchen wir jetzt nochmal einen Tick weiterzukommen. Wenn ich nicht rede, geht's. Aber sobald ich anfange zu reden, man sollte in meinem Zustand nicht vor die Kamera gehen. Ach man, das muss ich nochmal irgendwie lernen. Ich sollte lernen, einfach nie wieder krank zu werden. So. Okay, versuchen wir es nochmal ohne Klick, ein bisschen zielgerichteter und langsamer. Thank you.
nicht mal so übel. Gehen wir nochmal in den Klick rein hier. Der ist ja wieder ein bisschen langsamer. Was? Ich werde damit jetzt schon aufhören. Ich fühle mich nicht so ganz gesund. Ich wette, im Laufe des Tages wird es mir wieder besser gehen. Das ist bei mir immer so. Aber mein Kreislauf ist einfach noch nicht so fit. Und ich habe jetzt auch schon andere Dinge im Kopf für heute. Von daher macht das eigentlich nicht mehr so viel Sinn, hier weiterzumachen. Schreibt mir mal so ein bisschen, ob ihr den Quentin Tarantino auch ganz gut findet, ob ihr auch Interesse an seinem Drehbuch habt, dann gucken wir da vielleicht auch nochmal gemeinsam rein. Und ansonsten begrüße ich euch morgen wieder zum 155. Übetag und dann hoffentlich wieder in alter Frische. Bis dahin.